Hi. Da sind wir wieder. Die Zed, der ist uns. Ja, irgendwo muss er ja herkommen. Ja, gut. Ach, ich erinnere mich, da bin ich letztes Mal vorgeflohen. Einen Tag später übrigens, ich bin jetzt nicht mehr ganz angeknackst. Kleines Hirnfresserchen hat sich satt gegessen. Ja. Eigentlich eher fertig gefüttert, weil es sein muss, aber nun ja. Nö. Warum auch nicht? Ach, okay. Alles klar. So kann man das auch kriegen? Ja, anscheinend. Ich habe halt mal sämtliche Systeme und... Sagen wir so. Ich bin in Sektor 6, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du noch einen grünen Sektor im Bereich hattest, oder? Nee. Doch. Die Grünen waren doch alle vorbei. Du warst doch erst im letzten Grün und dann kamen die Roten. Oder wäre es 7 wieder ein Roter? Nee, 7 und 8 waren auf jeden Fall rot. Also so habe ich es im Kopf. Ja, klar, 8 war rot, aber 7, ja... Stimmt. Gut, Bike Beam. Nicht schlecht. Doch, eigentlich schon. Haben wir ja schon. Ja, hallo. Ich überlege, was du mit 2 Pack machen kannst. Kann das halt schief einen Pizzaschneider kriegen? Ja. Gut. Und so weiter, ja. Hier, nimmt unser Zeug. Ja. Und noch ein Laden. Schon kriege ich das? Ja, kann ich machen. Glaube ich, oder? Nein. Nee, kann ich nicht. Kriege ich einen Laden. Eben. Ja, ja, hab nur noch Kram. Nur mal erst gut tauscht aus, ja, stimmt. Warte, 2? Ganz wichtig. Ein Kampf-Engine, ja! Ich hätte mir die Waffen angeguckt, weil deine Waffen sind echt nicht geil, aber hey. Swarm Missile, ja. Du hast 30 Raketen, ne? Wenn du laden lässt, schießt du 3 Schüsse mit einer Rakete, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja. Und ich finde den neuen Sprite von der High Missile dank dem Paket richtig ekelhaft. Wieso? Das ist so eine komische Röhre, wie so eine von diesen Pappröhren, wo die Küchenpapier drauf aufgerollt ist. Das ist wie bei der Bundeswehr, die nehmen Besenstiele. Schon wieder ein bisschen was her, aber die Meldung, dass die nicht genug Waffenrohre hatten, für auf die Panzer zu setzen. Und die dann quasi Besenstiele schwarz angemalt haben, um die oben drauf zu kleben. Immer 5 zusammen. Die Story gibt es, das ist wirklich der Fall gewesen. Okay. Aber gut, dass du davon nichts weißt. Nee, woher denn auch? Was interessiert mich die Bundeswehr? Was interessiert mich die Bundeswehr? Weiß ich doch nicht. Ja, noch mehr. Raketen. Du könntest die auch nutzen, problemlos, weil du hast genug. Aber den Breach Missile ist wirklich sehr energieaufwendig. Ja, Das ist. Mit dem Chain Iron. Den kann ich raus tun, oder? Der Chain 1 ist schon echt gut. Eben. Ach, du hast eine Swarm schon, du hast sie gerade gekauft. Nee, Swarms habe ich gekauft. Oh, ah, hab ich komplett übersehen. Wow. Die Drohne hätte ich eigentlich verkaufen können. Ach ja, was soll's. Ja. Zweiten Pike wir jetzt verkaufen können. Ja, das auch. Lass mal. Vielleicht, oder? Da brauchst du noch Energie. Ich wollte noch Energie kaufen, ja. Aber das kostet zu viel. Eben. Exakt so. Ah, ja, hatte ich recht. Leicht. Hätten also gar nichts gebracht. So, Mantis oder Rebellen? Das ist hier die Frage. Rebellen sind die, die so alles können, um Leute kaputt zu schlagen. Mantis sind die, die einfach es lieben, dich zu boarden. Wie viele davon haben die Shield Bypass Units? Relativ wenige, glaube ich, ne? Alle. Alle? Keine Ahnung. Vielleicht auch keiner. Mach einfach, komm. No risk, no risk. Okay.
Ja, dann hat meine Aussage, aber hey. Ja, nö, ich mag Grenzen. Solltest du inzwischen gemerkt haben. Ich fand meine Aussage wegen No Risk, No Risk. No Risk, No Risk, ja. Und so weiter, ja. Gib all den Kram. Nein, Pause. Dual Laser und Mega Laser, ja. Schadet jetzt nicht so viel. Auf den, der vorne sitzt, weil Charging. Ah ja, richtig, Sinn. Der hier doch wieder. Bitte? Ja. Zap hier doch wieder. Ja, ich hatte übersehen, dass der und so weiter. Doch. Ja, hättest du das jetzt auf zwei, hättest du das auf zwei aussorgen können, aber hast du nicht. Ja. Aber die Waffen kann ich ganz gut aussaugen. Das müsste gehen. Kommt der Pike Beam durch Schilde durch dich ein, oder? Nein. Nur der Halberd kann das. Dann hast du. Heavy Laser habe ich. Ja, und der kommt dich an. Der kriegt ein Schild. Chain ein. Ja, doch, das klappt. Ja, okay. Weil du sie lauter gedreht hast. Ja, ja. Kann ich hier mittendrin, ja. Nein, nicht, danke. Was, wie? Ist wieder genauso laut wie vorher, jetzt ist es leiser als vorher. Ja, es ist ein wenig schwierig. Zumal ich mich hier auch nach den Regeln unten, wo er es richten kann, dass du gar nicht mehr siehst. Und die Material richtig komischen Sachen. So. Die Taten immer noch, also ich würde jetzt. Warum auch immer? Ja, weil der Kerl da oben nicht mehr das Steuerbord angreift, sondern seinen Kumpel. Also. Ah ja, der hat wahrscheinlich Steuer auf mehrfach, ne? Das meinte ich nämlich, dass du mit dem ersten Schuss da wahrscheinlich nicht durchkommst. Der ist doch egal. Der schießt und die hat er gerade seinen Kumpan gekillt? Gekriegt? Ja. Auf Level 3 kriegen die Region und alles Mögliche. Level 3 habe ich mir komplett vergessen. Jetzt aber. Okay. Einmal fang unten an. Leute durch. Versuch so zu gehen, dass du noch die Schilde mitkriegst. Bin ich gerade bei, ja. Und O2, ja. Und Sauerstoff, jo. Ach, die haben keine Heilung. Ne. Nope. So nicht. Ich hasse dieses Teil mit diesen 5 Schüssen, ey. Nope, kommst du nicht durch. Ja, aber gleich. Hast du eigentlich jemals dein Hacking auch benutzt? Ja, gleich am Anfang. Ne, jetzt brauchst du es auch nicht mehr, der ist nur. Ja. Doch, jetzt brauch ich's noch. Es charged wieder, ja. Ja, mehr kriegst du nicht. So, der ist weg. Dead. Der nächste gleich auch. So, du hast. Ja, gut, ne? Der Kerl soll weiter reparieren. Gefälligst. Stopp. Hör auf zu schießen. Es brennt es da und was nicht alles hier, kannst du einfach komplett aufhören. Wir sind einfach nicht tangiert. Nope. Das Schiff stirbt, bevor die Gegner sterben. Vielleicht ist es nicht gut, das sagen zu müssen. Ja. Vor allem, weil der Halbtote es einfach schafft, wirklich noch alles zu reparieren, ey. Nichts da. Das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Da hättest du noch gleich ganz töten können. Ja, ich lass mir gerne Zeit damit. Weil wenn das Feuer jetzt ausgeht. Nee.
darauf setzen müssen. Schon müsste aber eigentlich noch reichen. Mein, kontrollier den. Einen doch, Kerl, der da gerade repariert. Stimmt, ja. Schon der hat 10, der hat. Ne, der hat nur 2 repariert. Schon klar. Dann nur mal zum Vergleich. Einfach weil die jetzt alle verrecken werden. Er sich nicht die Gedanken darum. Achso, weil er noch. Ah, klar, gut. Kommt drauf an. Macht er das Schild vorher kaputt oder verreckt er vorher? Letzteres. Aber knapp. Ziemlich. Du kost weniger, glaube ich. Wäre zumindest logisch, denke ich mal. Warum wäre das logisch? Naja, weil Beam irgendwie generell mehr Geld bringt als normale Combat-Drohnen. Die kommt ja so noch gratis dazu. Wieder den Schritt immer. Warum kann ich nicht mehr hacken? Ich will hacken. Was soll's. Du kannst kaputte Systeme nicht hacken. Ja. Aber und ich nischt. Müsste doch jetzt. Was baue ich mir denn als schönes ein? 2, 2, 2, 3. Warm vielleicht. Ja, muss ich einfach rausschmeißen für. Du kannst den Iron Blast weglegen. Ich würde jetzt den Heavy Laser wegnehmen eigentlich. Weil den Iron Blast habe ich eh nicht gepowert. Ja, also gut. Halt den drauf packen. So. Da. Passt. Das Warm ist halt. Ja, dann musst du jetzt halt wirklich Raketen schießen. Aber kannst du auch. Hast genug. Eben. Solltest halt wirklich warten, bis der dreimal geladen hat oder zweimal wenigstens. Ist mir schon klar. Ich bin nicht mehr ganz blöd. Ja, weiß man ja nie genau. Advanced Mind Control, ja. Und der entschuldigt sich, obwohl. Was? Da scheint sich jetzt sogar noch mehr, weil du jetzt Mind Control sogar 3 hattest und hast es weggeklickt. Ah, vergessen, sorry. Aus damit. Das brauche ich nicht. Reach brauchst du auch nicht. Das brauche ich nicht. Den brauche ich vielleicht noch. Eben. So. Was kann Sophia? Oh, okay. Pilotieren. Christoph? Und Christoph kann reparieren. Ja. Wie gut kann ich, beziehungsweise, nee, kann Markus denn pilotieren? Nicht wirklich gut, also macht es keinen Unterschied. Denn wann haben wir eigentlich einen Engie? Habe ich bei der letzten Station gekauft. Wow, ich auch nicht. Ja, stimmt. So, und dann stelle ich Markus, wo stelle ich Markus denn am besten rein? Dahin. So, und dann brauche ich, glaube ich, noch einen Punkt für den letzten Waffen. Ja. Ein Scrap fehlt mir, toll. Ja. Ich habe auch überlegt, ob man eventuell so ein Firebeam oder sowas mitnimmt, aber der ist halt wirklich. Macht keinen Schaden. Ich weiß, aber er ist interessant. Ja. Ja, lassen wir es. Das Form ist genauso interessant. Eben. Den habe ich wirklich noch nie selber verwendet, muss ich ehrlich sagen. Bin ich nie zu bekommen. Yeah. So, der Charge habe jetzt gerade. Nee, ist halt kein problemlos. Wir haben getauscht hier. Ja, auf die. Ganz anderes Layout, ja, ich sehe. Die Schilde gehen? Okay. Die Waffen gegangen, weil. Die Waffen. Schau dir mal die Waffen an. Das ist. Was ist das? Das ist ein 5er-Schießer und ein 3er-Schießer. 5er und 3er, okay. Dann wär's mir mal durch, ja. Also, wenn ich es richtig sehe, ist das ein Schwester kennen. Dual-Laser ist praktisch. Und der hier. Ich sehe auch ein 3er und ein 2er, aber trotzdem sind das 5 Schüsse. Mindestens. Und dann den Hacken wieder aufzukommen. Naja, später. So, und dann. Hier. Nein, erst in die schießen. Ja, jetzt doch wieder. Was ist? Jetzt ist ja auch egal. Ja, lag. Hacking auf 3 ist so geil. Ich meine, das dürfte das. Kopf
Hacking. Ach, hier unten ist okay. Kann auch helfen. Ja, mach mal Chill-Tag, ne? Ja, die Waffe nicht getroffen, zum Glück. Der Swarm ist aufgeladen. Ja. Die Schilde, würde ich sagen, oder? So, und der kann eigentlich dauerhaft da drauf. Bei dem quer da in die Richtung. Zeigt sich einmal von hier unten nach da unten durch, glaube ich. Geht das effizienter? Ich glaube nicht. Wenn ich von Cockpit nach unten gehe, mehr treffen, aber das sind interessante Systeme hier. Ich finde das sehr interessant, dass drei Raketen die Schilde immer noch auf gelb halten. Naja, die Schilde waren noch zweimal, ne? Also drei Hits, ja. Kannst du mal kurz über den Swarm drüber haben? Ach, der macht auch nur Schaden. Ah, der macht immer nur einen Schaden, okay. Ja, dann hat er eben drei. Ja, wenn er denn lädt, ne? Ja. Und der Swarm ist aufgeladen. Ja. Ich würde sagen, auf die Waffen, oder? Waffen diesmal, ja, der lädt schon wieder. H1-34, Insektor, noch was, ist irgendwie. Nicht wirklich. Vor allem, weil du von dem Zeug nicht hast. Muss ich sterben noch? Aber sie laden noch ihr Dauerstoff nicht auf. Jetzt ist ja auch gestunt bei denen, also. Eben. Ich würde eventuell jetzt einen Chain Iron auf die Waffen halten. Einfach nur, damit die nochmal gestunt sind. Ja. Denn der Sauerstoff ist schon für 4. Unten gestunt ist. Oh. Die haben sich repariert, die teleportieren sich jetzt. Ja, gut. Ich mach das lieber nicht, weil ansonsten macht der noch einen Schaden und dann ist das Schiff kaputt. Bringt mir eh nichts. Denn wenn die eine Medbay haben, dann. Ist das denen egal, wenn der Sauerstoff aus ist? Ich würde erstmal warten, wo die ankommen. Eben. Kämpfe. Mach kaputt. Komm. Jo. Ein Markus, du stellst mir jetzt hier nicht weg. Schade. Was denn? Keine Ahnung. So, erstmal zurück in die Position. Den Mantis erstmal schön reparieren lassen. Ja. Und dann können wir uns beim nächsten Sprung um kümmern. Kannst du reparieren. Jo. Ionisieren ist nervig. Und so weiter und so fort. So. Erster Waffenpunkt. So viel Energie. So, das heißt, ich könnte statt des Swarms den zweiten Pulkbeam nehmen. Ja, das ist gut. Konntest du auch vorher schon. Ja, kann ich auch, stimmt. Aber jetzt kann ich noch einen Dreier nehmen. Ich hatte nicht noch eine Dreierwaffe hier. Nee, Heavy Laser hatte ich nur. Okay. Ja, egal. Das war komplett verschwendet. Nein, war es nicht. Ja, für den Moment schon. Ja. So, Hacken auf 2. Muss reichen. Oh. Ich werde irgendwann noch Cloaking auf 2, weil Cloaking auf 2 ist von der. Ja, ja. Ich bemühe mich ja schon drum. Da oben kommen wir gar nicht mehr, ne? Ich von vornherein oben rum muss. Ach, was soll's. Finde ich sehr interessant, dass gerade bei dieser Aussage das Grab schon dran steht. Ja.
Vor allem jetzt habe ich weniger gefunden, Scrap. Ach, was ja. Soll's. Logik. Ah. Was haben wir hier? Sonne, okay. Oh no, you didn't. Oh man, das ist das überall. Ja, es ist ein Charge ein. Ein Dual Laser. Ein richtiger Dual Laser diesmal, der ist anders und irgendwie so. Ach, ich hab keine Ahnung. Ja. Möchte man hacken und wenn ja, was? Ich hoffe, dass ich durch meinen Superschild durchkomme, schlicht und ergreifend. Interessant wär's, wenn du. Also, wenn sie durchkommen. Und du dann deren Teleporter hackst, dann kannst du die zurück teleportieren. Ja gut. Ist interessant. Sicher, aber nicht praktisch. Ja gut, für deine Crewmitglieder, obwohl du hast 3 Mantis. Ja okay, gut. Dann würde ich sagen, sowas wie Waffen oder Medbay. Weil du arbeitest mit dem Swarm, da sind die Schilde egal. Stimmt, ja. Ja, Waffen sind doch gefährlich, ja. Jetzt super. Alter, der Mantis verprügelt den anderen, aber wirklich im. Das war ja jetzt mal gar kein Problem für den. Mhm. Deinen Teamkameraden zu zermetzeln. Und alles geladen. Ja. Damit auf die Schilde, würde ich sagen. Dann hat der Pike Beam seine Ruhe. Ah. Ja, wenn du erst mit dem Chain einen drauf haust. Ja, ja. Der Pike Beam. Wollte ich mir jetzt eigentlich für. Wenn wir auf jeden Fall. So. Ich wäre jetzt gerade aus durchgegangen von. Also von unten nach oben. Ja, schon, dass ich mal das Thema reicht. Repetitive. Nope. Delayed. Vor allem, weil sie versuchen es ja immer noch. Ist es auch die Tür wieder zu? Ha. Hektronen sind schon Arsch, ne? Klein wenig. Oh ne, klar hab ich Slave Buttons. Das ist ja alles kein Problem. Einfach mal da reinhauen, genau. Oder auf die Medbay, aber hey. Ja, Medbay kommt gleich der Pike. Jetzt zumindest einen davon an Helion. Jawohl. So, und der zweite kommt gleich. Und jetzt danach. Den oben in der Medbay, würde ich sagen. 40 und 90, ja. Der jetzt kommt ja durch die Türen durch. Eben. Weil. Was den Zimmer nicht stört. Dann würde ich es. Ach ne, der hat nur noch. Egal. Kaputt. Gerade gesehen. Schiff kaputt. Wenn man nicht aufpasst. Self-destruct. Mehr oder weniger. Ich will noch nicht zum Ausgang. Ich kann hier hin und her springen nochmal. Stell dir mal vor, dass dein Kumpel Joe so da rumsitzen und dann wird er plötzlich komisch und reißt hier einfach mal so das Sauerstoffkabel ab oder so. Brauche ich Fuel eigentlich nicht, ne? Nee. Ich krieg ja gleich noch welches geschenkt, das ist ja das Tolle. Was haben wir hier noch Schönes? Ja. Gut, 2 Mantis, ja toll. Ein Mantis steht doch schon in dem Raum drin, oder? Ja, dann schick einfach noch einen anderen rein. Der besser kämpfen kann am besten. War das Sophia? Ja. Und der andere ist halb tot. Zwar auch sehr gut kämpfen, aber.
Also wird das nichts. Ja doch. Ist zwischendurch mal wen anders reinschicken können. Na, die kommen jetzt wieder. Wenn die kurz an diese Sensoren gehen, ist ja alles in Ordnung. Das ist halt, man sollte wirklich gerade bei den Mantis immer gleichwertig kämpfen. Weil ansonsten kriegen die zu viel auf die Fresse. Ja. Hä? Achso, die beiden habe ich gar nicht richtig eingesetzt. Hehe. Was? Befia stand in den Dings drin. Ja. Dings? Da, wo du gerade drüber gehabt hast, dass ich ja gesagt habe. Genau. Da ist kein Ja durchgekommen. Und nein, da stand Markus drin. Nee. Eigentlich. Also gerade eben, als der Kampf begonnen hat, stand das da. Ja. Aber eigentlich war es so gedacht. Ich habe nur vergessen, die zu aktualisieren. Du solltest jetzt vielleicht auch nicht vergessen, die alle zu heilen. Ja, hatte ich gerade vor. Natürlich hattest du das. Ja, wirklich. Diesmal schon. Na, du eigentlich nicht, ne? Bleibst da. So. Und zurück. Ja, die Chancen stehen jetzt nicht so super. Besser als bei meinem letzten Run gerade. Oh. Du hast Cloaking doch wieder auf 3 gebuggt. Ah, okay. Ja. Ist praktisch. Ja, aber fürs Flagship nicht. Na doch. Nee, fürs Flagship brauchst du nur Stufe 2. Das ist vom Rhythmus her ein bisschen praktischer. Ach, okay. Ja, gut. Ich habe halt bisher mal 3 gehabt und kam auch wunderbar die Power-Switches durch damit. Ja, ich nicht. Ja. Yeah. So, last time. Habe ich noch irgendwas vergessen? Kurz mal schauen. Hier ist alles sowieso. Ich kann auch mit dem Geld nichts mehr machen. Die Engines sind jetzt nicht so duper, aber hey. Der Heavy Laser bleibt da. Willst du ihn nicht gegen den Pipebeam austauschen? Auf jeden Fall, weil den Heavy Laser kannst du nutzen gleichzeitig. Weil der nur einen Dings braucht. Ne, Heavy Laser braucht auch 2. Echt? Ja. Ah ne, 1. Okay, passt. Yeah. Hier, Power. So. Ja. Ja gut, dann geht das. Ich dachte, also, macht 2 Schaden, so rum, ja. Sultan C. Yay! Ja, 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 Flaggschiff da, 2-mal. Ich schalte dann nochmal C frei, wenn man mit B zum Sektor 8 kommt, ne? Ja. Ah, okay. Irgendwie lahm. Jo. So, mal schauen. Ist jetzt ein bisschen die weit entfernteste Linie, die du haben kannst. Und das Flaggschiff ist einfach schneller in der Base, als du es sein kannst. Ja, dann. Was ich sagen? Nee, der springt ja nur jede 2. Runde, meine ich, oder? Ja, stimmt auch, aber trotzdem. Theoretisch. Ah. Danger. Ja. Nein, ein Scout. So dangerous. Ich möchte deine Waffen hacken, glaube ich. Mich hacken kannst du durch das Schild nicht. Die ersten Schüsse würde ich vielleicht einfach ausweichen. Den Schüssen würde ich ausweichen. Nicht warten, also nicht cloaken und dann die Schüsse abfangen müssen. Nein, dann ist alles Teil des Plans. Okay. Nein, nein, noch nicht ganz. Aber so gut wie. So, jetzt aber. Das macht die Schilde drauf. Geil. Das ist Recharge, bis es ankommt. Ja, ich mach's auch gerade. Ja, das wahrscheinlich eher auf die Schilde gehen sollen. War. Nächster Versuch. Chain. Erst Chain.
Erst Chain, dann Heavy und dann der Beam. Gut, stimmt, der hält länger. Ja, oder auch nicht. Dann den jetzt den Heavy und dann exakt direkt den Beam dahinter, sobald das Teil getroffen hat. Nee, bringt mir ja nichts. Ach, der kommt nicht mehr durch ein Schild durch, ne? Richtig. Nur der Heavy kann das. Nee, es können einige. Alle, die mehr als einen Schaden machen. Ja. Will ich springen? Nö, noch nicht. Okay, jetzt vielleicht. Komm, bevor man was hackt. Ja, gut, dann komme ich, glaube ich, klar. Ja, aber jetzt kannst du nicht mehr springen. Ja, aber gleich wieder. So. Nochmal ein dritter Versuch für die Schilde. Ja. Toll. Na, erst Jane. Huch, okay. Das tut's natürlich auch. Ja, Chain eben. Ja. Nee, komm ich nicht mehr jetzt von uns noch. Auf die Waffen würde ich sagen, oder? Nee, auf Schilde, ja. Nee, die Waffen, die hab ich auch gleich wieder weg. Ja, es brennt. Gut. Sehr interessant, dass in einem luftleeren Raum überhaupt Brände entstehen können. Pikebeam wäre nicht so weit, ne? Ja. Weg. Oh. Ne, wir haben Schaden bekommen, das ist schön. Die Map stört mich gerade. So. Dekadenz? Okay. Ich denke nicht. Was? Weil das war dir wichtig, ne? Ja. So. Klingt gut. Repair ist nur Repair, ne? Kein Shop. Jo, aber wenigstens ein sicherer Ort. Das ist gar nicht. Aber doch, wobei es ein Kral ist. Ja, free stuff. Ja. Eine ganze Menge, wow. Das war ein Glücksgriff. Gut, so viel werde ich nie brauchen, weil ich mehr Drohnen habe und Raketen habe ich eh viel zu viele. Nope. Ich gehe hier lang. Hm, Glücksspur. Und der ist gleich in der Base. Ja, ich aber auch. Danger. Sicher, dass du gleich an der Base bist? Bitte? Sicher, dass du gleich an der Base bist? Ja. Gut. Ziemlich. So. Ich möchte. Möchte ich die Drohne oder die Waffen? Was bist du? Du bist eine. Intercom-Drone. Okay, also kein Hacken heute, dann ist das eh egal. Da. Was war das gerade für eine Drohne, die er mal reingeschoben hat? Das ist auch eine Stufe 1, ne? Das ist eine Laser Mark 1, ja. Ja. Na, trotzdem. Aus Prinzip. Ja, ey. Aber es brennt. Ja, immerhin. Chain 1 kann eigentlich Dauerfeuer lassen auf die Schilde, oder? Ey. Oder sonst wohin, ist eigentlich egal, ja. Jo. Hauptsache, er schießt auch wirklich, dass er wirklich mehr Schaden macht. Huch, ach Gott. Ja, glauben kann ich vorher nicht, was soll's. Dies wird unangenehm. Ja, doch 150, das heißt, da brauche ich zwei Mantis für, oder? Die machen viel Schaden, also
Ich hab zwei, also ich hab zwei Rock gebraucht. Aber die machen halt auch weniger Schaden. Wenn du die beiden Kampfmantis reinschickst, kann es klappen. Was war das? Das ist so 4 und ich glaube. Nicht mehr ausreichend, okay. Und da Widow. Wie steht's mit Nazia eigentlich mit Kämpfen? Möchte was? Wie steht's mit Nazia mit Kämpfen? Okay, nicht ganz so. Nochmal auf die Schilde. Nochmal mehr Glück. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, mehr Brand und alles. Shane vor allem auch jetzt gleich. Und jetzt Pike Beam und Heavy Laser rein. Ja. Da kriegst du mehr getroffen, oder? Ich gehe jetzt in um die Leute. Achso, okay. Mad Bay, ja. Nope. Blade. Du könntest den Swarm jetzt einfach in die Medbay reinhauen, dann sterben die beiden davon. Huch, achso, ja, da ist der Vakuum drin. Hey. Dann noch einen Gedanken kontrollieren? Nope. So, Moment, wir überleben da überhaupt noch. Genau, der soll das Feuer nicht ausmachen, das wäre eine gute Idee. Die beiden, ja. Ja, das Schiff geht trotzdem kaputt. Ja. Obwohl. Na ja, doch. Ja, schade. Aber andererseits, wenn der Sascha schnell genug weg ist, dann läuft nicht. Obwohl, der hat viel Waffenenergie. Genau, so geht's. Der von. Warte einfach. Was ist der? Der lädt erstmal auf. Der hat noch nicht zu Ende aufgeladen. Der schießt jetzt zwei Schüsse, wenn er so schießen will. Der lädt immer noch auf. Wie du siehst. Ja gut, dann passt das ja. Der schießt immer einen Schuss pro Ladung. Dead. Yay, yeah, Repair Burst. Naja, das wäre vorher besser gewesen, aber es hätte natürlich einfach guter sein können, ne? Ich würde sagen, dass sie einfach so lange im Parkour stehen. Ja. Gut, dann wäre der nächste Punkt der letzte vom Bosskampf. Mal schauen, was upgrade ich denn vorher noch? Hackingberg, hier Sauerstoff brauche ich nicht wirklich. Madbay auch nicht. Schilde Level 4 sind toll, aber die kosten glaube ich so viel. Weißt du, wie viele Schilde 4 kosten? Schau einfach schnell nach. Hätte sein können, dass du es auswendig hast. Ne, das ist mehr, 80, das ist 180, ja. Und dann mal die Energie zu. Nur ein Punkt Energie, den ich dazu packen kann. Also, Also ich persönlich, wenn du sonst eh nichts brauchst, würde ich sagen. Sauerstoff. Einfach auf 2, damit die nicht mit einem Schuss abmoxen. Ähnlich wie die Medbay. Beziehungsweise, ne, eine Sache. Ja. Ja. Hacking auf 3 ist insofern wichtig, weil du mit Hacking auf 3 alle 4 Schilde runterkriegst. Jo. So, die Türen, ja, die haben wir gleich in Schule, von daher. Sensoren brauche ich jetzt nicht unbedingt für Power. Nee, Weapon Charge brauchst du eh nicht. Was? Weapon Charge brauchst du eh nicht unbedingt, du kannst auch rechtzeitig noch cloaken, wenn die losschießen. Ich meine, ich sehe den Weapon Charge ja schon, weil er noch hier mit drauf sitzt, auf den Sensoren. Das könntest du ja ausbrechen. Ja, ja. Dann ist es Auto-Evasion, wenn der Pilot weg ist. Ja. Kostet ja nicht wirklich viel. So. Gut, ich habe jetzt auch nur eine WF24, von daher nicht ganz so toll, aber nun ja. Gut, mit 19 kriege ich auch. Ja, gut, da. Ein Anstandspünktchen, den ich eh nutzen kann. Doch, kannst du. Ja, muss ich was anderes runternehmen. Eben. Gut, so. Passt. Theoretisch kannst du Cloaking rausnehmen, aber ein Punkt. Aber spiel so wie du willst, ich meine, hey.
Ich habe das Flaggschiff noch nicht besiegt, also. Ich habe auch immer unglaubliches Pech mit den Runs, wo ich bis zum Flaggschiff schaffe. Dann ist eigentlich alles richtig. Da kommt dieser eine Schuss irgendwie, der hätte nicht mal treffen sollen, der mir dann irgendwie das halbe Schiff zerreißt und dann habe ich ein Problem. Ich habe nur kurz besorgt, ob er wieder hoch ist. Der braucht ja Wärme, nicht lange. So. Also dann, zur Base. Der glaubt, ich glaub auch. So, achso, ja schon, der setzt die Sensoren sowieso aus. Was auch voll logisch ist. Ist was? Nö, nö. Okay, du hast nur was so vielsagend geschwiegen. Tatsächlich eine Klinge noch zwei, wow. So. Erst Ionen oder erst Raketen? Macht, glaube ich, beides auf dem Superschild gleich viel Schaden, ne? Ja. Das ist schwierig, das ist schwierig. Ich möchte auf jeden Fall das Hacken hacken. Das ist eine Idee. Schilder hacken macht mehr Sinn. Hacken kann ich auch, wenn die Schilder runter sind, mit einem Schuss weg. Gut, das, alles drauf. Hallo. Weißt du, wie viel Power die ganzen Waffensysteme jeweils haben? Damals, als man noch sehen konnte, bevor der die Sensoren da kaputt gemacht hat, wusste ich's mal, ja. Bah. Ich glaube, die haben alle 4. Beziehungsweise alle 2, glaube ich. Die haben eben ein Gelbstadium und ich glaube, das sind 2 Treffer pro Waffe. 2 bis 3. Kann ich den Pike auch jetzt schießen, wo der gecloaked ist? Ich meine, Position, da sehe ich ja alles. Muss man sehen. Probier's einfach mal eben. Was sieht aus? Ah, kann ich den auch. Nope, kein Raketen für mich. Ich sehe schon, du schaffst das wieder. Hier schon mal so rein feuern, damit er stärker wird. Eben. Ja gut, das ist jetzt gerade relativ egal. Du hast aber auch Glück, ne? Oh. Bei mir hackt er auch immer so den schlimmsten Scheiß immer. Jetzt ohne große Schilde sind mit Raketen tatsächlich gefährlicher. Dann nochmal den Pike. Immer vorbei. Ja. Genius! Sonority, ja. Ja, nein.
weiß nicht, wie viele Räume ich jetzt mit dem Pike noch hinbekomme. Ist der grundsätzlich aufs Hacking, auf die Waffen oder auf die Schilde gegangen? Nur weil du so ein richtig asoziales Glück hast. Kann er sich nicht selber umbringen? Nö. Muss halt alles für den tun. Glücklich. Na, sogar ist er jetzt kaputt. Echt eh. Das mit 4 Höhlenschaden, ey, oder 5. Hier. So, alles, was. Ja, da oben kann man bringen. Dann muss ich halt damit weitermachen. Und so weiter Drohnen. Ja, toll. Wieder Schilde? Ja, ich denke schon. Warum ist die Drohne eigentlich weg? Beziehungsweise hat er überhaupt eine Anti. Da unten. Das ist nur normal Defense, ne? Die Frage, schießt die auch die Drohnen ab? Nee, ne? Wirst du gleich sehen. Wahrscheinlich schon. Gut möglich, ich weiß es aber nicht. Egal, hab genug. Die 18 werde ich niemals verraten müssen. So, keine Ionen mehr, dafür sind nur noch Raketen. Der Bee macht mir immer noch Schaden. Also muss erstmal die Drohnen weg. Der die Drohnen. Das geht auch. Schilde wie letztes Mal. Ich meine, wenn du so einen Chainlink hast, der später 4 Ionen Schaden macht, und dann habe ich einen für. Level up. Okay, das tust du natürlich auch. Mit einem Evade von 30 hast du natürlich auch, ne? 32, um genau zu sein. Ja. Nochmal wiederholen. Huch, ach ja, der kommt wieder durch. So, das kriegt der Markus gelöscht. Auch wieder mal. So. Ist die Drohne noch aktiv? Sieht man gar nicht, ist doof. Nein, kriegt Markus nicht gelöscht. Toll. Wen stelle ich denn dazu am besten ab? Der Rock kann doch gut löschen, meine ich, oder? Normalerweise ja. Andererseits sind es jetzt wieder Waffen, von daher. Ach, ja, dann gehe ich halt heilen. Koshi. Ja. So. Das ist jetzt unpraktisch. So leicht. Ein Stück weit.
Aber so sieht's bei mir ständig aus, also. Kein Mitleid. Kannst auch lüften, schon mal drüber nachgedacht? Nee, kann ich nicht. Da sind überall Leute dazwischen. Ich könnte so rum, aber. Ich meinte auch eher die Medbay. Ach so, yes. Ja, genau. Ja, die Mandelflüsse auch nicht überleben. Dann hol die da raus. Du hast die Improved Blast Doors gerade, die halten einiges aus. Stimmt. Diesmal dran, alle beide, ja toll. Ach ja, stimmt, aber die Drohne drin. Ja, ich glaube nicht, dass die jetzt überlebt, wenn die hier rausrennt. Na doch. Oh doch, gerade so. Nope. Grad aber nicht. Auch dieses Mal sind deine Waffen fast unangetastet, ne? Mhm. Und dein Schild auch. So richtig. Das sind die Sachen, die bei mir zuerst angegriffen wurden, nicht sowas wie die Sensoren oder. Ja. Ne, Schilde weg ist schon praktisch. Ich möchte eigentlich flüchten gerade. Das bringt mir ja nicht viel, weil dann wieder ganz am Anfang ist. Jo. Und das Ding ist immer noch da. Und du bist dann immer noch genauso halb tot. Ja. Noch ein Power Surge, juhu. Zeigt mich mal. Jetzt wieder an. Dann hast du die Schilder aber wieder nicht mehr. Ja. Genau. Ja. Ich tue das, ja. Zu bewusst. Macht keinen so nicht guten Job, weil da bin ich schon abgeschaltet. Ja, hast du nicht. Doch, hatte ich eben. Ja, eben. Aber jetzt hat sie ja wieder auch repariert. So. Na, schon wollte ich meistens Schaden machen. So, ne? Nummer 5. Das könnte ich schaffen, wenn jetzt nicht die Raketen. Nee, das hast du geschafft. Natürlich hast du das geschafft. Erstmal war alles so kaputt und dann hast du trotzdem reingekriegt. Naja. Ja. Das ist ganz normales. Dafür ist aber Markus gestorben. Was mir gleich aufgefallen ist. So, und ach, der Sauerstoff ist kaputt. NG. Na. Ja, toll. Sauerstoff arbeitet schneller. Hättest du gleichzeitig auch die Medbay anmachen können? Oder reparieren können? Ja, gut, dann sterben wir halt so. Ein sehr seltsamer Tod. Nun ja. Gut. Dann war's das. Warte, bis wieder Sauerstoff drin ist, bevor du ihn da reinschickst, oder? Ja. Auch der Engie kann das Schiff noch steuern. Eben. Wir werden es also mit dem Drittel des Lebens und dem Engie, das wir dann im Crewmember weitermachen.
Ja, und schaffen, wie ich dich kenne. Unwahrscheinlich. Ist immer noch kein Sauerstoff drin, weil oben offen ist. Ah ja, logisch. Jetzt warten, bis du bitte erst verdehrt. Ein, wow. Dass du wartest jetzt in diesem Raum gefälligst, bis da Sauerstoff drin ist. Dürfte aber jetzt eigentlich wieder sein. Ich würde es nicht testen wollen. Der stirbt sofort, wenn du ihn da reinschickst. Ja. Ach, ja. Also warten wir. Ich würde sagen, jetzt auf jeden Fall. Jetzt ist zwei Drittel voll. Jo. Genau. Diese Spannung. Ja, er wird geheilt. Ja. Man kann jetzt gleich erstmal schön die Leichen seiner 6 Crewmitglieder aus dem Fenster schmeißen. So, da waren die Leichen, die alle entstanden sind, weil er zu schlecht war, den Sauerstoff zu reparieren. Ach, er wird sich jetzt wahrscheinlich sein Leben lang vorhalten und sich hoffentlich in den Selbstmord treiben. Ja, noch ein Loch. Mhm. Vorher würde ich den aber aufheilen, würde ich sagen. Ja, schon klar. Wenn das jetzt nicht ein Engie wäre, würde ich sagen, am Ende schneidet er sich beim Zumachen dieses Lochs und holt sich eine Blutvergiftung und stirbt. Du zu trauen wärst im Spiel irgendwie. Mhm. Ach stimmt, es fehlt mir Energie, ja. Das wird kritisch, das wird sehr kritisch. Mir fehlen 3 Energie. 2. Ich bin ja schon recht früh gestorben. Ah ja. Kannst du überhaupt pilotieren? Nein, kannst du nicht. Du pilotierst es trotzdem. So, ansonsten Antrieb her, bringt mir auch nicht so wirklich viel. Naja. Spring schon. Die Flaggschiffe sind in der 3. Phase, du schaffst das. Ja, sicher. Zurück zur Base, also. All about at base, du weißt es doch. Boarding, jetzt hüpfen die da rein und prügeln dir den letzten, mittlerweile wahrscheinlich emotional halb verstörten Nicky kaputt. Ah ne, geht ja gar nicht. Achso, ne, Moment, du kannst an die Waffen gehen. Ein bisschen was tun kannst du ja und ich hab Auto-Evade. Von 7%. Ja. Ist doof, aber immerhin. Der Pike müsste auch auf dem Schild Schaden machen. Ja. Nicht viel, aber nein. Weiterhin nicht bei Aushebeleser an. Aushebeleser, ja. Und Schüsse. Ja, ja. Dein einziger einfach mein kontrolliert. Ich finde es eigentlich sehr interessant, dass das Schiff jetzt trotzdem noch nicht als kaputt gilt, weil eigentlich ist das Schiff jetzt komplett in feindlicher Hand. Mhm. Bin kritisch, jaha. Everything ist kritisch. Wusste ich nicht. Ich repariere das jetzt nicht mehr. Warum sollte ich? Ja. Während der eine NG weiterhin auf diesen blöden Waffen rumkaut.
Kann man sich, glaube ich, wirklich so vorstellen. Ah, da. Noch zwei. Ja, geil. Der eine rennt weg und repariert eine Schiffe. Ja. Okay, das war's. GG. PP, ja. Aber der Score, ey. Der Score. Kriegt mir auf die Sterz. Oh, geht. Das Gila-Monster. Mhm. Netter Name. Most Combat Kills, Mordrave mit 41. War eine Boarding, ne? Ja. Das war Boarding, ja, das war eben hier Gila. Jo. Denke ich, sieht ganz gut aus. Jetzt mit einer Stunde, einer Minute. Also bis auf nächstes Mal. Ciao.